Tachchen zusammen und willkommen zurück in der Ukraine. Ja, wie man sehen kann seit dem letzten Video, ich stehe an einer anderen Stelle, weil gestern Abend kommen Polizisten mit Kalaschnikows vorbei, haben mich komplett auseinandergenommen und haben gesagt, hey, es wäre besser, wenn du in der Stadt stehst, weil außerhalb der Stadt können so wärmesuchende Raketen mein Auto eher erfassen und das ist schlecht. Also habe ich mich abends dann in der Stadt noch irgendwo hingestellt. Die haben natürlich die Lichter aus, damit die Artillerie das alles nicht so schnell sieht. Ich konnte kaum erkennen, wo ich mich hinstelle. Am nächsten Tag merke ich stehe mitten auf der Hauptstraße. Bin ich jetzt mal weitergefahren, bevor ich das Video starte. So, heute fahren wir nach Lviv rein. Wir sind in Oblast Lviv. Das ist ganz weit im Westen der Ukraine. Hier soll es sicher sein. Check nochmal eben die Flüssigkeiten. Das ist vom Oblast oder von dem Bundesland halt eigentlich die gefährlichste Stelle, muss man sagen. Wird schon gut gehen. Wir können ja mal einmal auf die Karte schauen. Wir haben heute Donnerstag. Mal gucken, an welchem Wochentag der letzte Angriff war. Hier haben wir Luhansk und Krim. Die sind immer rot. Da ist immer Action. Momentan sind die Russen oder momentan verläuft die Front so östlich und südlich runter. Und wir sind ganz links, also ganz weit weg. Die Raketen könnten rein theoretisch rüberreichen, aber das ist sehr teuer für die Russen. Deswegen, der letzte Angriff war am 29. September, das ist 2 Wochen her und das war ein Freitag. Okay, wir haben jetzt Donnerstag. Ah, ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen Glücksspiel. Ja, wie ihr merkt, ich rede mir alles so ein bisschen schön, um nicht selber in Panik zu geraten. Das ist natürlich Kriegsgebiet hier, ne? Fahrt nicht hierhin. Die Situation kann in jedem Moment umschwappen. Die deutsche Botschaft hier in der Ukraine, die haben sie wieder aufgemacht, aber die ist nur teils intakt. Weswegen ich auch wie höllisch auf dieses Ding hier aufpassen muss. Das ist meine einzige Freikarte hier wieder raus. Aber ja, genug gelabert von dem ganzen schrecklichen Thema. Die letzten Tage, als ich hier in der Ukraine war, habe ich ehrlich gesagt den Krieg vergessen. Abgesehen von den ganzen Artillerieexplosionen, die man im Hintergrund hört. Aber die kommen auch nicht von den Russen. Ich habe tatsächlich jemanden im Dorf gefragt, sie hat mich ausgelacht. Sie sind viel zu weit weg, die Russen. Diese Explosionen kommen von den Ukrainern. Die haben hier nämlich kurzfristig überall kleine geheime Kasernen oder Militäranlagen hingesetzt, um einfach so viel zu trainieren, wie es nur geht. Ich bin jetzt seit 3 Tagen hier und manchmal knallt das so heftig, ne? Boah, ich gehe lieber öfters auf Toilette, sagen wir mal so. Und das ist auch der Grund, warum die Russen das machen. Ich meine, das ist ein Fragment des Bundeslandes, des Oblast Lviv. Wenn da hinten jetzt eine Rakete einschlägt, das betrifft mich ja gar nicht, aber das knallt so laut. Also nicht erschrecken, wenn es plötzlich total rumst, dreht euren Subwoofer runter. Aber egal, genug von den bösen Seiten, kommen wir jetzt mal zu den schönen Seiten. Ich habe mich volle Pulle in die Ukraine verknallt. Die Menschen sind traumhaft hier. Die sind so hilfreich, das hat man vielleicht auch im letzten Video mitbekommen. Gerade heute habe ich noch eine Oma mitgenommen. Normalerweise nehme ich nie jemanden mit, weil das kann auch rechtliche Folgen haben. Einzige Ausnahme war Albanien, weil die Menschen dort so unbeschreiblich gut sind. Und auch jetzt Ukraine, ganz klar. Als ich am Ende des letzten Videos da im Feld stand, stand am nächsten Morgen ein Bauer mit einem Trecker vor meinem Auto und hat gesagt, soll ich dich rausziehen? Weil er dachte, ich stecke da fest. Und ich war so, nö, nö, alles gut. Er ist extra mit einem Trecker dorthin gekommen. Unglaublich, unglaublich. Auch jeden, mit dem man spricht, die sind sofort offenherzig und helfen. Ich lasse mein Auto auch ich lasse mein Auto da einfach offen stehen. Kein zweiter Gedanke. Also wie gesagt, Ukraine ist definitiv unter den Top 3. Ich weiß noch nicht wo genau, weil ist mein 3. Tag erst. Aber hier werde ich definitiv nochmal hinkommen. Okay, haben wir genug gelabert. Ich wollte hier nur mal kurz eine Pause machen. Wir wollen jetzt ein bisschen Action sehen. Ja, wir fahren nach Lviv. Das ist die Hauptstadt des Bundeslands. Ist das ein Begriff? Jedenfalls ist da auch die Kriminalität ziemlich hoch. In der Ukraine während des Kriegs ist die Kriminalität sowieso erhöht, weil die Leute klauen müssen, weil die Wirtschaft kollabiert hier wirklich. Die Läden sind nur zur Hälfte voll. Preise steigen auch. Es bricht mir manchmal, ich weiß, das ist schwer zu sagen, aber wenn man da so eine Oma sieht, die ihre letzten Groschis, oder wie die Währung hier heißt, ich weiß nicht, die letzten Groschen hier zusammenzählt, das ist echt schon ziemlich traurig.
Übrigens heißt die Währung, gibt es hier keine Groschis. Ich weiß nicht, wie die Währung erzählt. Die Polizisten haben versucht, mir das zu erklären. Eine Oma habe ich heute mitgenommen. Die hat versucht, mir zu erklären, wie die Währung heißt. Ich kann es nicht Hrawne, irgendwie Hrawne oder irgendwie sowas sprechen die das aus. Also ich habe echt keine Ahnung, weil ich spreche auch kein Ukrainisch. Ne? Und hier spricht gar keiner Englisch. In Lviv werden wir bestimmt jemanden treffen, der Englisch sprechen kann. Hoffentlich schaffen wir es überhaupt nach Lviv. Was mich wundert, wir haben noch bisher gar keine Militärkontrollen gehabt. So, aber wir haben auch genug gelabert. Wir stehen schon lange genug hier. Sind bestimmt schon wieder irgendwelche Polizei oder irgendwelche Militärs unterwegs. Da steht ein weißer Transporter oben auf dem Berg. Die nehmen das echt ernst hier. Die Polizisten, die mich kontrolliert haben, haben sogar mein Handy komplett gefilzt. Das ist unglaublich. Also ist natürlich eine Frage der Sicherheit, was man so verrät. Ich werde die auf gar keinen Film. Vor allen Dingen, wenn jemand dir eine Kalaschnikow ins Gesicht hält, dann denkst du dir nicht so, hey, können wir ein Selfie machen? Nein, 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 nein. In dem Moment denkst du gar nichts. In dem Moment bewertest du dein ganzes Leben neu. Hier gab es auch Anfang des Jahres russische Saboteure, die mit weißen Vans durchgefahren sind. Ja, und die Beamten hier sind echt auf Trab. Also wenn ich irgendwie Dreck am Stecken hätte, dann hätten die es garantiert rausgefunden. Wir wollen die auch nicht irgendwie zu sehr belasten, deswegen geht's direkt los. Oh Leute, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ey, fahrt niemals durch Lviv. So, meine Lieben, willkommen in Lviv, Ukraine. Wir gehen direkt in eine Stadt. Städte werden natürlich immer bevorzugt angegriffen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir suchen uns so einen Bombshelter und gucken uns das mal genauer an. Um so einen Bunker zu finden, gibt es verschiedene Webseiten. Ich selber benutze jedoch Telegram. Das gibt es leider nur auf Russisch oder Ukrainisch. Da gibt es einen Bot, der heißt Ukraine Shelter ST Falcon Bot. Da schickt ihr euren Standort hin und er zeigt euch automatisch die nächsten drei Shelter in der Umgebung an. Der nächste ist hier an der Ecke von diesem Haus. Wir befinden uns gerade dort. Gehen wir mal zu diesem Shelter hin. Ja, I'm a tourist. Is it safe to be here? Relatively, yeah. Relative, what does it mean? I mean that if there weren't any air alarms, it would be even better. But actually, we've been without air alarms for a week right now. So I think it's safe. Okay. Yeah. And that rocket hits. You can see there. It's the National Academy of Armed Forces. It's somewhere here. So when an alarm comes, I go to the shelter. Yeah, you better go to the shelter. So people, they know where the shelters are and they Yeah, just go. Okay. Yeah, but it's really not enough shelters here right now. So not enough? Yeah, but maybe the nearest one will be in a kilometer from here. Yeah, really? Yeah. Okay. I don't even know where it is. So I have a underground parking lot in our building, so we just hide there. Yeah. But for other people on our street, they don't have any shelters in their houses, so they should go. It's like 5 minutes from their place of living. So if you are elder people, you won't you won't get there in time. But actually, Russians missed, so they hit the nearest building near this academy. So you will see more damage there than it's in the academy. Okay. Just random civil flats and building. So they hit this side and damaged also Kradin's cafe. And only a part of the rocket actually hit the academy. And majority of damage was caused by, I don't know how to name it, it's a wave from the explosion. Shockwave? Yeah, yeah, yeah. Yes, like the wave. The Russians are trying to gather more rockets by winter time, because last winter they were shelling like almost every week for Lviv. Almost every week or even more often, because they were trying to cut off the electricity. So we were without electricity for like 8-10 hours a day, every day. So when an alert comes, so every phone rings then, or if people have this app installed, it rings. But also you will hear air alarms all over, like big air alarms. Thank you very much. No problem. I will go. You're around. Welcome. Yeah. Thanks. Ja, aber der erste Eindruck ist ganz klar, die leben ganz normal ihr Leben weiter, versuchen das zumindest. Scheinbar haben die trotzdem noch den Krieg halt im Hinterkopf. Was interessant ist, ist, dass er gesagt hat, es gibt zu wenig Shelter.
Der nächste Shelter ist ungefähr 400 Meter weit weg. Da unten an dem Gebäude sollte das sein. Es könnte sein, dass es sich dann nicht um einen richtigen Bunker handelt, sondern eher um einen einfachen Keller oder eine Halle oder sowas. Das werden wir gleich rausfinden. Da unten sieht man Soldaten herlaufen. Das sieht man hier aber überall schon die ganze Zeit. Boah. Ja, die knallen hierher, ne? Auch solche Militärkrankenwagen fahren hier ständig her. Das ist halt das Bild, das man kriegt, wenn das Land im Krieg ist. So, hier müsste das sein. Genau hier. Das sollte das Gebäude sein. Ja. Ah, hier geht's runter. Oh, ich würde behaupten, das ist es. Oh ja, das ist es. Boah. Alter Falter, ist das skurril hier zu sein. Das bietet natürlich mehr Schutz, aber ich glaube nicht, dass das so einen direkten Schlag von so einer Rakete aushält. Alter, ist das verrückt. Hier geht's noch weiter runter. Kann sein, dass es da auch noch dazu gehört. Naja, das sind private Keller, denke ich. Ja, KB23. Über Schlösser vor. Aber immerhin. Verrückt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir gehen jetzt mal in die Stadt. Das sind ungefähr 2 bis 3 Kilometer. Und schauen, wie die Shelter da so aussehen. Also wie die Bunker, ich sage mal Shelter, Mann. In jeder vierten Straße findet man irgendwelche Zeichen, Sandsäcke. Oder Panzersperren, die dann an den Krieg erinnern. Oh wow, das ist heftig. Guckt mal, was hier ist. Azov Stahl. Das war die größte Stahlfirma in der Ukraine. Die hat im Mai 2022, also 3 Monate nach dem Kriegsanfang, dicht gemacht. Natürlich wegen dem Krieg, weil Azov Stahl Hauptsitz war in Mariupol. Boah, mir dreht sich wieder der Magen um. Ich habe echt gerade gemischte Gefühle in mir. Ich bin ja echt kein Profi-Reporter oder sowas. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das Video gerade geht. Teilweise freut es mich, dass die Menschen so cool sind und dass es denen gut geht. Andererseits sind hier überall diese Zeichen des Elends. Ich weiß auch nicht mal, wie ich das beschreiben kann. Ich denke, ich werde einfach nur filmen und die Stadt sprechen lassen anstatt mich. Ja, wie man sieht, das geht hier echt normal weiter. Die Ukrainer sind einfach so geil, ey. Ich liebe die Ukrainer. Das sind echte Militärsachen hier. Die Kugeln sich im Westen von eben waren aber ohne Platten. Aber ansonsten, ich hole mir hier solche Handschuhe, die hatte ich bei der Bundeswehr, die waren mega geil. Boah, was für eine Stadt, ey, da pulsiert das Leben.
So, tun wir jetzt mal einfach so, als ginge jetzt der Alarm los. Das heißt, wie war das? Telegram. Gruppe, Standort senden. Meinen Standort senden. Dann suchen wir einen Shelter direkt hier links von mir. Ist es das hier? Könnte sein, ne? Ja, das wird sein. Wieder so ein Privathäuschen. Aber geil. Ich weiß nicht, warum der eine meinte, es gäbe so wenig Shelter. Guck mal, wo der zweite nächste ist. Das ist der Nachbar. Also gibt's den und den dort. Das ist ja geil. Boah, die haben hier alle. Das sind alles Shelters. Also ich denke mal, die stellen das einfach privat zur Verfügung, dass man sich dann im Keller verfrachten kann. Ja, Ukrainer. Ukrainer halt natürlich, ne? Alle haben auch die Flagge hier schön hängen. Hammer, ey. Das Land ist der Knaller. Okay, jetzt gehen wir mal in die Stadtmitte. Das sind ja jetzt wieder so private Bunkeranlagen. Es wäre doch interessant, mal so einen offiziellen Bunker zu sehen, wenn der von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde oder vielleicht extra gebaut wurde. Гагарин, по-русски, так? Ну, в Брянской области русский он. Да. Все было. Украинский монет. А, да. Не вим, не вим. Транспорт. Транспорт. Ван? Ван, ван. Very good. Thank you. А у коллеги мой подвесил маршрут. Окей. Do you speak English? English, yes. This is my collection, boy. Boah, ich bin schockiert auf dem Flohmarkt eben. Die verkaufen alles, was die haben. 300 Jahre alte Pins habe ich gekauft. Und der eine, der hat mir heimlich einen Ordner mit Briefmarken geöffnet. Mit Nazi-Briefmarken, mit Hitler drauf und so. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Ich habe da auch kein Interesse dran, aber ich bin schockiert. Schaut euch an, wie hier alles floriert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Kriminalität hier gestiegen ist oder so. Mir versucht keiner nahe zu kommen und mir irgendwas zu klauen oder sowas. So, egal. Wir sind wieder im Zentrum. Das heißt, wir tun so, als würde hier ein Alarm losgehen. Standort. Der erste ist... Wo ist das? Oh, das sind bestimmt 10 Minuten. Da müsste es irgendwo sein. Kann man das öffnen? Ah ja, nee. Und das waren keine 5 Minuten. Keine 5 Minuten ist nicht schlecht. Also scheint doch gut alles geschützt zu sein hier. Ist natürlich doof, immer sowas zu sagen, wenn man im Land ist, wo es Krieg gibt, aber ich fühle mich hier absolut sicher. So, geile Eindrücke. Hättet ihr das gedacht? Hättet ihr gedacht, dass es hier so ist? Okay, wir müssen zum Auto zurück. Ich muss den ganzen Krempel abladen, den ich hier gekauft habe. Und am Ende gehen wir dorthin, wo der Typ gesagt hat, wo die Rakete eingeschlagen ist. So, das ist mein Hab und Gut. Eine alte 5-Zloty-Münze. Habe ich noch nie gesehen so in der Form. Keine Ahnung, ob das selten ist. Das ist das geilste. Sowjetmünze mit dem ersten Mann auf dem Mond. Und dann haben wir hier eine, ich glaube, das ist eine Challenge-Münze. Wir nannten das Coin-Challenge beim Militär. Man hatte mal solche Münzen für einzelne Divisionen oder einzelne Liegenschaften gehabt. Und da konnte man an der Kneipe oder im Offiziersheim halt immer quasi so ein kleines Spiel. Da haben wir dann geguckt, wer die nächste Runde bezahlen musste. Auch sehr cool. Und das ist ein Emblem von der Universität hier in Lviv für 300 Jahre bestehen. Sieht original aus. Das war das teuerste. Hat ungefähr 10 Euro gekostet. Okay, wir schauen uns jetzt den Raketeneinschlag an, der hier in Lviv vor 2 Monaten ein Haus weggesprengt hat, so wie ich das verstanden habe. Da bin ich gespannt. Ich muss mir auch nochmal Geld abheben. Die Sachen hier sind übrigens fürchterlich billig. Also mit 2 Euro kriegt ihr ein ganzes Mittagessen. Ab und zu kann man sogar mit Euro bezahlen, aber ich wechsle das Geld immer. Der Wechselkurs ist 1 zu 39 momentan ungefähr. Das heißt 1 Euro, da kriegt man 39,5 Hravne, heißt das, glaube ich. Wir haben schon 4 Leute versucht, die Aussprache der Währung zu erklären. Ich bin einfach zu dumm, ich krieg das nicht hin.
So, wir sind gleich an dem Einschlag der Rakete. Das ist das Militärmuseum, das die eigentlich angreifen wollten. Da sieht man es, da ist irgendein Panzer drin oder so. Wir haben das eigentlich auch nicht getroffen, sondern ein Hochhaus da hinten getroffen. Und da sind wir gleich. Und hier müssten wir mal was sehen können. Oh shit. Ja, da ist sie eingeschlagen und hat rundherum natürlich sämtliche Fenster auch noch zerstört. Da kann man mal sehen, was für eine Kraft das ist. Guck mal, hier ist alles voller Glassplitter und Steinen. Oh Mann. In so einem friedlichen Wohnhaus-Eckendings und da ist da einfach die Ecke weggesprengt. Und hier haben wir die andere Seite. Das sieht ja noch schlimmer aus. Guck mal, die halbe Straße, da ist alles voller Schutt. Alle Fenster sind raus, die Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, die sind wahrscheinlich einsturzgefährdet. Und jetzt guckt euch diese Seite an. Boah. Wie die Druckwelle die komplette Seite des Gebäudes zerstört hat. Heftig, das zu sehen. Unvorstellbar. Da sieht man noch den Kran und das Militärgelände ist ungefähr dort. Die haben das ungefähr um 300 Meter verfehlt. Und 10 Menschen mussten dafür sterben. Where can I buy a ticket for the train? On the train or online? In, can you show me? How much is it? Like 12. Hier in der Front. Jetzt wissen wir, wie das geht. Einfach vorne durch diesen Schlitz eine Münze rein. Ja, da bin ich eiskalt in die falsche Richtung gefahren. Wir sind gerade schwarz gefahren. Damit gönne ich mir heute was. Das ist Lviv. Ich möchte bemerken, dass wir jetzt die ganze Zeit keinen einzigen Polizisten gesehen haben. Die einzigen Polizisten, die ich bisher gesehen habe, waren die, die mich mit Kalaschnikows vom Feld gejagt haben. Hier sind sehr viele Soldaten, auch viele verletzte Soldaten. Es wird jetzt hier langsam dunkel. Ich bin heute noch auf ein Bier eingeladen. Ich weiß nicht, ob es länger wird oder kürzer wird. Je nachdem, was passiert. Das ist alles ungeplant. Und dann geht es für mich auch schon wieder nach Hause. Ich war jetzt auch ein halbes Jahr oder sowas nicht mehr in Deutschland. Oh shit. Oh shit. Hier starten irgendwelche Jets. Raketen. 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 Das wird eine interessante Nacht. Oh fuck. Ich bin nicht in der Nähe von irgendwelchen Stromanlagen oder irgendwelchen Militär- oder Regierungsgebäuden. Okay. Oh fuck. Zwei. Dobrze, ja, okay. Wo jest? No w ogóle wszystko je... No, wszystko jest zamknięte. Zamknięte jest. A, okay. Tak będzie do Jambysz. Jeskabysa za mną! Здорово! Здорово? Здорові, Віталій! Притронься, я тебе не ждам! Ну і спокійніше, є! Єс!
It's a bit hard here. It's not the best time here. Yeah, okay. It's because of the war? Man, I have a bit harsh question. Okay, have a nice evening. Yeah, man, yeah, thank you. Have you got any drugs with you? No. You prefer alcohol, right? Yes. I see. You smell? Yeah. Yes? Sorry. Ausgangssperre. Ausgangssperre. Nee, das wusste ich nicht, du. Ja, so sieht eine Ausgangssperre aus. Hallo. Hello. You understand English? English. English, very good. Very good, speak English. English, yes. My name is Victor. My name is Tobias. Tobias. I'm Niemetz. Niemetz? Come here. English, speak English. Ukraine people, very nice. You, very nice. Polizia? Polizia? Yeah, Polizia. No problem. Stop. Sorry for the sound. I'm a Is it safe here? Yes, okay to tie? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Name it. Slava Ukraini, Heroi Slava. Yeah. War. Yeah. Ukraine, bu. Yeah, attack. Rakete, Bombe. Yeah, Bomber. Wir haben 3 Uhr nachts, es ist Ausgangssperre und trotzdem trifft man lauter Menschen. Ich habe den Victor jetzt umgerechnet ungefähr 15 Euro in die Hand gedrückt und der konnte nicht loslassen. Der hat mir 1000 Mal gedankt, jetzt geht's zum Auto zurück. Hier habe ich ein Dach. Oh, perfekt. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg von der Ukraine zurück nach Europa und wollen unser ganzes Geld hier lassen. Die Ukrainer brauchen das wirklich. Ja, ich hatte eine wundervolle Zeit. Das ist so toll. Hier ist natürlich Krieg, kommt nicht hier hin. Oh, da war so ein Knall. Es gab sehr viele Zwischenfälle, wo man halt mit Militär oder Polizei zu tun bekommen hat. Trotzdem werde ich auf jeden Fall hier wieder zurück hinkommen. Da knallt es die ganze Zeit im Hintergrund, aber das ist ganz weit weg. Zutritt verboten, das ist wahrscheinlich einer dieser kleinen geheimen Kasernen. Sprit werde ich hier nicht kaufen, es gibt Spritmangel in der Ukraine immer wieder. Alle sammeln Feuerholz für den Winter. Momentan gibt es auch wenige Raketeneinschläge, weil die Russen die Raketen für den Winter aufbewahren, wo sie dann das Energienetz der Ukraine angreifen. Wir haben erfahren, dass Lviv zum Beispiel im Winter durchschnittlich jeden Tag 8 bis 9 Stunden keinen Strom hat. Deswegen sieht man hier auch jeden Tag Lastwagen herumfahren, die einfach Berge von Feuerholz herumtransportieren, weil sich alle Leute natürlich versuchen noch einzudecken, bevor der harte Winter kommt. Wir haben gerade Mitte Oktober, es ist bereits richtig kalt und Russland oder Putin hat mit den Nordkoreanern einen Deal abgeschlossen für Waffen. Also kann man davon ausgehen, dass die nächste Angriffswelle bald kommt. Deswegen wollen wir schnell raus hier. Ich bin fertig mit Einkaufen, es geht direkt zurück zum Auto. Auf den Hinweg hier in die Ukraine habe ich gesehen, dass der Rückweg, das Herausfahren aus der Ukraine wahrscheinlich sehr lange dauert. Das war eine unglaublich lange Schlange, die dort an der Grenze entstanden ist. Da wird mir bestimmt ausgiebig kontrolliert, da bin ich sehr gespannt. Ich werde auch sämtliche Einnahmen dieses Videos spenden, das wird wahrscheinlich nicht viel sein. Jedoch habe ich auch hier mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe jetzt noch ungefähr 200 Euro, um nach Hause zu kommen, das sollte reichen. Hoffe ich zumindest. Oh, ich habe mein Auto gar nicht abgeschlossen, geil. Doch, das ist für mich halt auch eine Herzensangelegenheit geworden. So, weg hier. Weg hier, Leute. Спасибо.
Lass meine Solarpanel dran, lass meine Solarpanel. Oh, 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 oh. Da predige ich, stellt euch in der Ukraine nicht draußen in die Pampa, damit die wärmesuchenden Raketen euch nicht treffen. Was mache ich? Ich stelle mich draußen in die Pampa. Ich würde sagen, 50-50 Chance, dass die Polizei wieder mit Kalaschnikows vorbeikommt und mich hier wegscheucht. Dann werden wir um 3 Uhr nachts oder sowas zur Grenze fahren, in der Hoffnung, dass da nicht so viele Autos sind. Doch zuerst schauen wir uns mal die Umgebung hier an. Guckt euch das mal an. Ist das... Was ist das denn? Da hat jemand... Ich glaube, hier lebt ein Mann. Oder er hat sich da oben so eine Hütte hingebaut? Ich will da unbedingt hoch. Ja. Teures Privat hier? Da. Ist so teuer? Huh? Gas. Ah. Okay. Gas hier Dubewa. Ja. I to. A ty co szukasz? Nic, ja jedzie camper i jestem tam teraz. A ja, w lisi? Idź tutaj. Pochodzę sobie. Umie iść? Ja umie tam iść? Nie. Nie. No może? Nie może. Nie. Okej. Okay. Okay. Odkąd cię jest? Jestem Niemiec. A, Niemiec? Tak. A kiedy idziesz do domu? Jutro. To sobie możesz kurwa w nocy maszynę postawić tutaj i spać. A, tam jest woda. Pięknie, nie? Tak? Ja, ty będziesz tam w nocy, wieczorem tam będziesz. No potem ja przyjedę też samochodem do ciebie. Okay. Dobra. Ja, krass, das war immer so ein Gaszapfding. Ich habe da keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie die heißen. Sieht aus wie aus so einem Computerspiel. Deswegen habe ich auch so eine scheiß Laune, muss ich ganz ehrlich sagen, ey, dass ich die Ukraine verlasse. Das ist ein Privatgrundstück, der ist gar nicht angepisst, dass ich da ja watsche und so. Kommt heute Abend auf ein Bier vorbei, vielleicht angeln wir oder sowas. Das ist die Ukraine, das ist unglaublich. Kriminalität. Nichts, kann ich nicht sagen. Also ganz im Gegenteil. Es wurde immer gesagt, dass die Ukraine halt sehr korrupt ist, dass man Polizisten schmieren muss und solche Stories. Das kann ich jetzt aber nicht mehr unterschreiben. Vielleicht, weil Krieg ist und die Ukraine jetzt besser zusammenhalten? Ich weiß es nicht. Ich war vor dem Krieg nicht in der Ukraine. So, meine Lieben. Dann wollen wir mal. Ich lege mich jetzt hin und dann werde ich heute Nacht oder morgen ganz früh losfahren. Irgendwie habe ich Panik. Boah! Ich weiß nicht, was das ist, aber hier in Osteuropa, die Kälte, die semmelt nochmal ganz anders. Junge, haut das rein! Boah! Ja, dann nochmal einen Kaffee schlürfen, hier aus dem Wahnsinn raus navigieren und ab zur Grenze. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Auf der polnischen Seite werden sie bestimmt darauf achten, was für Sachen man dabei hat. Nach dem Fall der Sowjetunion war die Ukraine zum Beispiel für Waffen einer der Länder, die die Waffen halt weiterverkauft haben. Ihr könnt mir vorstellen, dass es einige Polen gibt, die das noch in Erinnerung haben. Jetzt, da in der Ukraine Krieg ist, schauen wir mal genauer hin. Ich habe meinen Sitz draußen gelassen. Oh, der ist komplett zugefroren. Scheiße. Wow. Boah, das funktioniert mega gut. Wow, 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 wow. Ruhig, ruhig, ruhig. Er ist Bude aus Holz und der macht so einen Scheiß. Ich war jetzt in der Warteschlange, vor der Warteschlange. Das ist so ein Ticket, das man dann abarbeiten muss. Kriegt man eine einzelne Stempel drauf, da ist mein Nummernschild unter dem Daumen, da ist die Nummer 1 drauf für eine Person. Ich mache jetzt hier alle Lichter an, dass die auf jeden Fall alles schön durchschauen können. So, yay, yeah, ich habe meinen ersten Stempel bekommen, das war die Vorprüfung. Und jetzt stehen wir in der richtigen Schlange. Und das dauert ewig. Rechts laufen die zu Fuß rüber. Die Autos werden komplett auseinandergenommen. Es sind jetzt 2 Stunden durch. Boah, ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Ne? Es ist so kalt hier. Ich bin die ganze Zeit nur am Kaffee saufen und am Heizung aufdrehen. Yes, wir sind durch. 4 Stunden. Willkommen in Polen. Das war eine ultra harte Kontrolle. Die Frau hat
alles überprüft. Die waren totaler Vollprofi. Selbst da unter den Fußboden geguckt, oben in, Hut, in der Hutablage hat sie nachgeguckt. Da gucken die Leute normalerweise nie rein. Die hat selbst in die Toilette reingeguckt. Die hat in die Toilette reingeguckt. Ich mache die vorher immer leer. Aber trotzdem, es guckt nie jemand in die Toilette rein. Also den letzten Videos kann man eindeutig entnehmen, dass die Polen die Grenze sehr ernst nehmen. Ich bin jetzt ungefähr 200 Kilometer weiter weg von der Grenze. Ich bin über die Grenze nach Polen rübergefahren und ich habe mich so gut gefühlt, dass dieser Terror im Hinterkopf einfach nicht mehr da ist. Dass ich nicht abends ins Bett gehe und mir meine Hose bereitlege, um die schnell anziehen zu können und losfahren zu können. Das habe ich in der Ukraine so nicht bemerkt, aber anscheinend hat dieser ganze Krieg da doch irgendwie im Hinterkopf einen gewissen Stress verursacht. Ich will einfach nur wieder entspannt schlafen können. Das ist mir aber erst aufgefallen, dass ich jetzt hier nach Polen rübergefahren bin. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein in der EU. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja mal unterwegs.